gut einfetten. Hier ist alles Dreck drauf. Nur mal sauber machen. Auf den Klotz legen und Klotzbeil, den Lappen sauber. Darf kein Dreck drin sein. Zur Montage des Olympia-Loopings gehört auch viel Feinarbeit. Weil es millimetergenau gefräst worden ist, das ist also ganz genau, passgenau. Es ist also kein bisschen Platz dazwischen. Und wenn da jetzt ein Stein oder Metallgrat ist, es gibt Riefen im Bolzen und dann wird es schwierig, den Bolzen reinzukriegen oder man kriegt ihn kaum noch raus. Und wenn das sowas passiert, da klopfen sie bis zu 2-3 Stunden an einem Bolzen, weil es ganz extrem ist. Hans-Werner Görgens arbeitet seit 16 Jahren für die Besitzer des Olympia-Loopings, seit der Premiere im Jahr 1989. Den reisenden Giganten hat er seitdem mehr als 100 Mal auf- und wieder abgebaut. Bisschen ab. Der schwarze Looping ist immer der letzte, der montiert wird. Er ist mit 32 Metern der höchste und schwerste Looping. Allein sein oberes Schienenteil wiegt 19 Tonnen. Nico, versuch mal ein bisschen zu dir zu ziehen. Die Schwierigkeit bei dem schwarzen Looping ist also, durch die Spannweite von den 16 Metern und das Gewicht zieht er sich zusammen. Und dann müssen wir auf der einen Seite mit dem Kettenspanner ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ich ziehe ein bisschen auseinander, sichere ihn auf der einen Seite mit der Kette, dass er nicht raus kann. Und auf der anderen Seite ziehe ich mit dem Kettenspanner ein bisschen bei. Mit Ruhe und Routine schafft Görgens auch den schwersten Teil der Montage. Ja. Aufpassen, ich gebe ihn nach vorne. Ja. Beim Aufbau des Fünferloopings ist noch nie etwas Gravierendes passiert, dafür aber im Betrieb. Gut, das ist bei der Premiere gewesen, da ist ein Arzt gefahren, der ist scheinbar vorher getrunken oder zu viel gegessen, hat sich durch die Gehkräfte vielleicht oder weiß der Geier übergeben und weil er vielleicht zu fein war und hat das Übergeben nicht ausgespuckt und ist an seinem eigenen Übergeben erstickt. Das sind halt tragische Unfälle, wo keiner für kann, wo... War Schock damals, oder, für alle? Das war ein Schock, weil es halt auch die Premiere war. Und sowas hat man nun halt nicht gerne überhaupt, dass sowas passiert. Im Holiday Park Hasloch beginnt für Conny Graf jetzt die Mutprobe, der Schlusspunkt des Anti-Angst-Seminars. Eine Fahrt mit der berühmt-berüchtigten Expedition G-Force, einer der steilsten und schnellsten Bahnen der Welt. Der Psychologe spricht der 33-Jährigen noch mal Mut zu. Wie ist die Lage? Das wie fühlt sich so an? Geht ich weiß so. Nicht. Denk dran, du bist jetzt am, im Tal, in der Talstufe. Und du stehst vor dem riesigen Berg. Und jetzt denk dir mal kurz alles, was bei dir positiv erscheint im Moment. Denk mal über den Berg hinweg. Okay. Gleich, so wie die da hinten. Abbremsen, sagen, strike, das war's. Da war noch was mit Sohn, ne? Ja, mache ich dann später. Scheiße, wir müssen ihn ja festhalten. Oh, Scheiße. Scheiße. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, my God.
Wie war's? War echt gut. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Angst gehabt? Ja. Aber ich bin gefahren. Ich bin schon mal stolz auf mich. Und wenn mir noch ein bisschen Zeit gibt, ich hoffe, ich fahre noch mal. Wieder in Straubing. 7 Tage hat der Aufbau des Olympia-Loopings gedauert. Jetzt, 2 Tage vor Eröffnung des Fahrbetriebs, kommt der TÜV zur Abnahme. Stefan Kasper überprüft alle sicherheitsrelevanten Teile. Besonderes Augenmerk legt er auf die Schienenverbindungen. Der Spalt ist nicht so groß. Drehmoment Schienenverbindung schauen wir uns dann später noch an. Ein Drehmomentschlüssel. Ja, die werden ja täglich kontrolliert noch. Gut. Gerade am Anfang. Die größte transportable Achterbahn der Welt wird komplett von unten nach oben gecheckt. Volle 2 Tage dauert die TÜV-Untersuchung. Alle Schrauben werden nochmal nachgezogen, angezogen, dass das entsprechende Drehmoment dann da ist. Das ist ganz normal bei Schraubenverbindungen, dass es Setzungen gibt. Das macht er dann auch am ersten, zweiten Spieltag nochmal und dann gibt es sowieso keine Setzungen mehr. Der Sachverständige muss vor allem die Bremssysteme untersuchen. Auch die Notbremsen nimmt Stefan Kasper genau unter die Lupe. Im Ernstfall müssen die 5 Blöcke 100%ig funktionieren. Stopp! Gut, steht sehr schön. Da, wo er stehen soll, steht er. Markierung haben wir angebracht. Gut, ausgezeichnet. Sind zufrieden. Da gibt es höchstens die Sache mit dem Seilzug. Oder? Dann kommen die Sicherheitsbügel an die Reihe. Wegen der Loopings besitzt die Achterbahn ein doppeltes Sicherungssystem. Bauch- und Schulterbügel. Gut, schließt sauber. Eine Lagerung durchgerissen. Das sollten wir mal rausbauen und uns anschauen, was da los ist. Der TÜV-Prüfer hat entdeckt, dass ein Bügel nicht richtig einrastet. Vermutlich Materialermüdung. Haben Sie sowas schon mal gehabt? Nein, das erste Mal. Das erste Mal? Erstmal, dass ich sowas sehe. Gut. Um an die defekte Bügellagerung zu kommen, muss der Boden des Wagens aufgeschraubt werden. Stefan Kasper prüft inzwischen die Schienenverbindungen an der Auffahrt zum ersten Looping. Verschraubung. Okay. So, Schweißnähte, Anschluss Haupttragrohr, der Schiene an den Stützenkopf. Gut. Nichts zu erkennen, schaut prima aus. Wenn was wirklich Gravierendes auftritt, dann muss es gemacht werden. Das ist ganz einfach. Das geht auch so weit, dass sonst eben der Spielbetrieb später erst aufgenommen wird oder eben nur mit Einschränkung durchgeführt werden kann. Ja, dann schauen wir uns das gute Stück noch mal an. Ja, und das müssten Sie auf dem Fundbüro abgeben. Das hat jemand verloren im Zug. Ist das Gebiss an der Bügellagerung eingeschlagen und ist gebrochen? Ja, das schaut schon danach aus, gell? Hier die ganze vorprogrammiert, das war ein nicht sauberer Guss. Das gebrochene Teil wird ausgetauscht. Damit ist der Prüfer zufrieden. Zum Schluss der TÜV-Abnahme die Probefahrt. Jetzt geht's gleich los. Lippenkuppe. Die Strecke senkt sich und es geht in den ersten Looping rein. Sanft. Hat Spaß gemacht. Schön zu fahren. Wenig bis keine Schläge drin. Ruhige Fahrt. Sehr schön. Wieder in Hasloch. Der Holiday Park feiert seine Top-Attraktion. Im Internet haben die Fans die Expedition GeForce zum 3. Mal in Folge zur besten Achterbahn der Welt gewählt.
Eingeladen ist auch der Konstrukteur der G-Force, der Münchner Werner Stengel. Er gilt als der weltweit renommierteste Achterbahningenieur. 490 Bahnen hat er bis heute entworfen. Die Expedition G-Force gilt als sein Meisterwerk. Der First Drop ist auch ein Riesenelement. Und zwar ist der ein bisschen aus der Not geboren. Der Lift ist oben angekommen und normal geht es ja nach dem Lift weiter in der Richtung. Hier war das Grundstück zu Ende, wir konnten nicht weiter. Wir wollten einen steilen Absturz machen. Wir wollten damals den steilsten Absturz der Welt machen. Und das sind 82 Grad, das heißt, sie kommen fast senkrecht runter. Aber das Besondere an dem First Drop da oben ist, dass der Zug sich um die Längsachse um 74 Grad verwindet und gleichzeitig abstürzt. Wenn man im hinteren Wagen sitzt zum Beispiel, dann meint man, vorne ist der Zug abgerissen, der fährt ganz woanders hin. Aber man ist sicher wie in Abrahams Schoß und fährt weiter. Die jungen Mädchen und Damen natürlich unter Riesengeschrei. Aber es ist ein wunderschönes Gefühl. Die Expedition G-Force erlangte 2002 und 2003 zusätzliche Berühmtheit. Der Amerikaner Richard Rodriguez stellte im Holiday Park den Weltrekord im Achterbahn-Marathonfahren auf. Alle zwei Stunden hatte er 5 Minuten Pause und eine Spezialtoilette. Der sogenannte King of Rollercoasters verbrachte 1176 Stunden und 28.224 Kilometer in der Bahn. Nach 49 Tagen und Nächten und insgesamt 23.520 Runden war der Amerikaner am Ende.